Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Amy, herzlich willkommen zurück beim American Truck Simulator. Ja, wir müssen mal wieder ein bisschen rumcruisen und ich habe auch schon eine Fahrt angenommen und zwar fahren wir einen Traktor und zwar aus Texas, von Texas nach Colorado, das sind 300 irgendwas Meilen. Na, und dann schauen wir mal uns, was so passiert auf der Fahrt. Wir sind hier, wo wir abgeliefert haben, hier können wir auch gleich neu aufnehmen. Der Traktor steht hier direkt um die Ecke. Na ja, dann schauen wir mal. So, dann wollen wir eben gucken hier. Lad, lad, lad. Ich weiß gar nicht, warum der lädt, weil ich war gerade schon da. Warum lädst du überhaupt? Egal. So, dann lass uns den mal dranhängen. Wo ist er? Noch voran hier. Ja, genau. So. Wo ist mein Traktor? Vielleicht soll ich mal bremsen. Und mich mal ein bisschen orientieren. Da ist er, genau. Da ist er. So. Dann wollen wir mal gucken hier. Eieieiei. Ewig nicht gefahren, du. Wenn wir wieder reinkommen hier ein bisschen. Na, so nicht. So nicht, Opa. So wieder nichts. Ja, so ist besser. Viel besser. Ja, ja, also der Tankstellen-Simulator, der kommt ja wirklich gut an, also kann man nicht anders sagen. Vielen Dank für die rege Beteiligung beim Zuschauen. Okay, wir fahren los. Und jetzt fahren wir los. Und so wie es aussieht, müssen wir einmal hier... Hallo Zug! Wie spät ist denn das überhaupt? Morgens 3 Uhr, oh, das passt ja. Ne, gar nicht. Na, abends ist das... Ach, da müssen wir erstmal eine Pause machen, wir wollen doch das überfahren. Wir wollen doch hier was sehen. Das ist eine Route, die ich auch noch nicht gefahren bin. Das heißt, ich möchte auf jeden Fall gucken. Das heißt, wir werden uns jetzt mal eben einen Parkplatz suchen. Wo wir übernachten können. Und dann werden wir die Tour weiterfahren. Ne, schließlich wollen wir ja mal was sehen für unser Geld. So, nicht anders. So. Ja. Also das gefällt mir noch nicht so ganz. Warte mal. Ach, ja. Tut mir leid. Tut mir sorry. Nee. Wo wollte ich denn hin? Nee. Ja, so ist besser. So ist viel besser. Danke. Und Licht haben wir auch hier alles. Frontlichten alle an. Hier, was ist denn hier? Wieso hast du dich denn schon wieder runtergestellt? Ich hätte es gerne ein bisschen heller. Dankeschön. So, dann wollen wir mal links abbiegen. Oh, wir sind auf so einer Ranch oder so. Ah, ja. Ich glaube, da haben wir auch letztes Mal abgeliefert. Genau, wir waren auf so einer Ranch gefahren. Demnächst links abbiegen. Ja, machen wir. Demnächst. Nächste Woche, Jungen. Biege nach links ab. Ja, oder jetzt, natürlich. Ist ja richtig was los hier um die Uhrzeit. Hallo? Freunde? Was ist denn los hier mit euch? Da kommt noch einer und noch einer und noch einer. Jetzt kommen wir. Gib Gas, Sam. Hau rein. Jawohl. Ja, passt schon, passt schon, passt schon. Ich habe gar nicht geguckt, wie schwer der ist, aber ja. War jetzt nicht als Schwertransport gekennzeichnet. Also von daher werden wir den schon ganz gut an der Seite kriegen hier. Den Karren. Nur wie gesagt, ich hätte ganz gerne irgendwo jetzt eine Schlafmöglichkeit gleich. Damit ich hier... rechts abbiegen. Oder so. Damit ich hier im Tageslicht fahren kann. Weil wie gesagt, die Routen, die ich so noch nie gefahren bin, die möchte ich auch sehen, ne? Die will ich doch sehen. Und ihr wollt die doch aussehen. Ihr wollt doch nicht nur hier den Opa-Kram hören. Ihr wollt doch auch was sehen für euer Geld, oder? Meine ich doch wohl. So... Ich hoffe, dass das mit dem Ton so funktioniert. Dass die Musik nicht zu laut ist. So, das passt ja wunderbar. So. Ja, ja, ich bin ja ein bisschen in die Spur gefahren. Sei mal nicht so kleinlich. Du Typ. Ist doch wahr. Typ, du. Wir schauen mal. Ob wir hier irgendwo was sehen.
Im Augenblick sieht ja noch nicht so nach Schlafzimmer aus. Wenn ich jetzt auf die Karte gucke, dann fängt er wieder an zu laden. Ach, da ist noch ein Videopunkt. Hier sind hier wo was. Echt jetzt? Hier sind Betten. Da gehen wir, da fahren wir auch hin. Da fahren wir hin. Fahrt vorsichtig. Ja, ich bin doch dabei. Ich bin doch schon dabei, ganz vorsichtig zu fahren, Mensch. Guck doch mal. Siehst du doch wohl, oder? Also. So. Wo wollte ich denn? Ah, ich wollte eher, wollte ich mal drücken, ne? Genau, für 959 Meilen haben wir noch Benzin. Da kriegen wir hin, oder? Das kriegen wir doch hin. Ne, doch. Genau. So, dann fahren wir mal weiter. Bis zu unserem Rastplatz. Da brauchen wir auch nicht tanken. Das ist schon mal gut. Einkommen, 1800. Der Oskar wieder, der war wieder fleißig, der Oskar. Im Gegensatz zum Opa war der wieder sehr fleißig. Wie sich das gehört. Natürlich. So, dann schauen wir mal, wie wir durchkommen. Ich sehe, ach Gott, ja. Ich muss meine Maus nur die Sensibilität wieder rausnehmen. Oh Gott. Das ist so wenig eigentlich und das macht so einen großen Unterschied. Das ist schon echt erstaunlich. Ist schon erstaunlich. Erstaunlich. Immer geradeaus. Ja, genau. Ja, genau. Geradeaus. Was du sagst. Genau, geradeaus. Ich fahre mal jetzt geradeaus. Also, in Amerika ist geradeaus was anderes als bei uns. Habe ich gerade festgestellt. Die haben ein anderes geradeaus. Da willst du einfach geradeaus. Ja, boom, krach. Clear, Schepper. Wunderbar, ich bin geradeaus gefahren. So, jetzt müssen wir gleich, hier ist alles gut, ja. Der Zug ist ja gerade durch, wir haben ihn doch gesehen. Genau. Wir haben ihn doch gesehen. So, und da kommt auch schon unser Bettchen. Immer geradeaus. Und dann können wir morgen früh direkt mal die Kamera aktivieren. Dann können wir noch ein Filmchen gucken. Wiegedienst. Bitte den nahegelegenen Wiegedienst aufsuchen. Wo ist denn hier der Wiegedienst? Immer geradeaus. Immer geradeaus, aber hier ist gar kein Wiegedienst. Der kommt irgendwann mal. Aber doch nicht jetzt. Verstehe ich nicht. Habe ich nicht verstanden. Oder war ich da schon vorbei oder was? Ich verstehe es nicht. Hilfe. Auf jeden Fall ist hier irgendwo diese Kameraposition. Aber wir wollen erstmal hier. Demnächst rechts abbiegen. Erstmal hier, genau. Biege hier. Nach rechts ab. Ja, doch. Sei doch nicht so. Natürlich biege ich rechts ab. Was soll ich sonst machen? Immer geradeaus. Immer geradeaus. Biege rechts ab, immer geradeaus. Biege schon wieder rechts ab, aber immer geradeaus am besten dabei. So. Ich weiß nicht, wo hier die Wiegestation ist, aber ist mir egal. Ist nicht so wichtig. Muss ich nicht wissen. Ich muss nur wissen, dass ich hier... Du bleibst stehen, ich habe Vorfahrt. Dass ich hier rein muss zum Schlafen. Genau. Und dann rechts muss irgendwo eine Möglichkeit sein zum Stehen. Rechts halten. Da. Und dann rechts abbiegen. Da kann man stehen. Da kann man stehen. Ich hoffe, der lässt mich hier einfach so irgendwie rein. Nicht, dass ich mich hier so ganz gerade reinstellen muss. Das wäre ziemlich doof. Komm, ich will pennen. Mach doch hier eh, Junge. Echt jetzt? Echt nicht? Muss ich mich wirklich rückwärts hier reinstellen? Mann, ey. Das ist auch kompliziert. So, jetzt aber, komm. Hopp. So, jetzt aber, hopp. Andersrum. Und jetzt gibt mir das E. Motor aus, parken. Nein? Doch. Nein, Werkstationsdienst.
Ich will nicht zum Werkstation sind, ich will parken. Nein. Nee, ist der doof oder ist der doof? Der lässt mich hier nicht parken. Da war doch, da war doch. Ey, sag mal. Dem haben sie noch ein klein bisschen ins Gehirn geschissen. Hab ich das gesagt? Das hab ich doch nicht gesagt, oder? Guck mal, das geht nicht. Das ist so ein halber... Oh. Unglaublich, ey. So ein halber Zentimeter, den du da hast. Ja, ich weiß, dass ich zur Wiegestation muss. Mensch. Ich bin doch nicht blöd. So, jetzt haben wir auf jeden Fall was Tageslicht. Das ist schon mal ganz was anderes. Hier ist überhaupt keine Wiegestation. Pappnasen. Da drüben ist einer, ne? Ich fahre jetzt einfach hier quer rum. Ob das so zulässig ist? Warum ist da keine Alpha-Wand? Machen Sie eine Kehrtwende. Nein, ich muss erst zur Wiegestation. Hoffentlich ist hier keine Alpha-Wand. Biege nach links ab. Hoffentlich ist hier keine Alpha-Wand. Hoffentlich ist hier keine Alpha-Wand. Haha, hier ist keine Alpha-Wand. So, ja, ja. Ich bin ja schon da. Ich wiege doch schon, wie verkloppt hier. Mann, 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 Mann. Manchmal ist das Programm aber auch hartnäckig. Wie sah euch das? Neue Route finden. Ja, mach mal. Ich muss erst wiegen. So. 28 Tonnen. Jetzt weiß ich wenigstens, wie schwer wir sind. Sehr gut. So, neue Route finden. Alles gemacht. Es ist hell. Wir haben geschlafen. Wir haben gewogen. Und wir hatten keine Alpha-Wand. Alles wird gut. Hört sich gut aus. Links halten und dann links abbiegen. Ach so. Okay. Biege nach links ab. Mach ich. Ich biege ab. Mein Gott, das dauert, bis der mal aus dem Quark kommt, ne? Bis der den mal angezogen hat, den Trecker, das dauert ganz schön. Da war der Trecker selber so einen starken Motor, ne? Der könnte so dahin fahren, Mensch. Da will der mit dem Hänger, der könnte einfach immer so dahin fahren. Aus. Ich wundere mich, ich wundere mich. Da kommt unsere Kamera. Da können wir noch einen Film schauen, was auch immer für einen. Wir werden es sehen. Kommen wir daran vorbei? Ich glaube genau sogar. Ich glaube, wir kommen sogar ganz genau daran vorbei. Und das ist gut so. Und wieder eine Tanke, wo wir nicht tanken dürfen. Hier sind unheimlich viele im American Express, im American Dingensimulator. So. Okay, ich lass dich durch, okay? Ach so ist das. Du willst gar nicht. Ja, dann. So, dann muss man mal hier. Na, was macht denn der? Frage ich mich gerade, was macht denn der? Der kann ja nicht einfach rausfahren in zweiter Linie. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, Moment, ich muss eben gucken, wo mein Kamerapunkt hier ist. Der kommt jetzt nämlich schon wieder. Da kommt er wieder. Ah, unglaublich, ey. Da ist er. Ich habe ihn gesehen. Na, jetzt aber nicht wieder in die Karre fahren, bitte. Mann, 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 Mann. Da machen sie denn hier so unglücklich hin. Und dann sowas. So, da schauen wir mal. In Boise City. Wusste ich doch, dass er Boise City ist. Aber auch ein spektakuläres Gebäude, mein lieber Mann. Das hätten wir ja hier noch nie gesehen, so ein Ding. Guck dir das mal an. Sogar eine Etage hoch. Und unterkellert. Da muss man ja praktisch ein Video drüber machen. Das ist ja unglaublich. Ich weiß nicht, was das ist, aber egal.
Sieht aus wie eine Kirche, aber egal. Boise City ist auf jeden Fall ein Kracher. Auf jeden Fall. Guck mal da, Saurier. Hier brummt es. Das ist die Stadt, die niemals schläft. Das sieht man doch. Das ist doch, da tanzt der Bär, da steht der Bär im Dingensrock. Da ist doch, da hört nicht auf. Er reißt nicht ab, das ist eine ewige Feierei. 365 mal 7. Es ist unglaublich. Was in Boise los ist, ist unglaublich. Da möchtest du nicht beerdigt sein. So langweilig ist das. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Ob einer guckt hier. Aha, so sieht das hier aus. Dann komm mal, mein Blauer. Ja, du, jetzt wartet. Worauf wartest du denn? Fahr. Junge. Fahr doch. Ich hab noch nicht mal den Motor an. Was wartest du? So. Da muss ich rein, da drüben. Sieht gut aus. Dann lass es mal rüberfahren. Na, ich hoffe, der fährt uns jetzt nicht rein in der Seite. Der LKW, der da noch kam, ich hoffe, der passt. Ja, immer passt geradeaus. Noch. Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Mein Gott, ja, der ist aber auch. Boise ist auch ein Hammer. Hier zu rangieren in Boise ist ja auch ein Hammer. Da musst du drauf haben, sonst bist du verloren. Sonst bist du hemmungslos, also gnadenlos, wollte ich sagen. Gnadenlos bist du dann verloren, hemmungslos. Das ist auch klar. Wenn du so eine Weltstadt, wenn du dich da nicht auskennst, das ist doch, man kennt das doch. London, Paris, Mailand, Boise City, das ist doch. Genau so ist es doch. Ab. Tokio. Das sind so die Kracherstädte. Hat doch auch der Udo Jürgens schon gesungen. Ich war noch niemals in Boise City. Hat er doch gesungen. Ich kenne das Lied doch. So, jetzt haben wir uns genug über diese schöne Stadt lustig gemacht. Wer weiß, ist das ja wirklich schön da. Aber rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Ich bleibe immer geradeaus, aber ich habe gesehen, Essen und Trinken musst du da an der Tanke, sonst habe ich da nichts gesehen. Immer geradeaus. Kein Restaurant, kein gar nichts. So, guck mal, wir gehen wieder aufs Dach, damit wir was sehen von unserer Welt hier. Machen wir uns noch den zweiten Spiegel an, jawohl. So, dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht mit Boise City. Lieber Mann, nee. Aber schön hier. Schönes Wetter. Ein bisschen flach. Ein bisschen wie Friesland, ne? Siehst du heute schon, wer morgen zu Besuch kommt. Das ist also. Wahrscheinlich ist hier. Das ist ja Texas, ne? Das sind die ehemaligen Baumwollfelder oder so bestimmt. Ich bin nur ziemlich sicher. Da sind bestimmt hier ehemalige Baumwollfelder. Hier ist bestimmt unter jedem Grashalm ist noch ein Schwarzer vergraben. Jetzt wird's aber rassistisch, Opa. Warum? Da krieg ich noch nicht für, dass die das früher so gemacht haben. Das ist doch nur die Wahrheit ins Gesicht gesprungen. Mehr ist das doch nicht. Kann man doch mal sagen. Wenn das so ist. Aber ich hab $208.000, ey, mein lieber Mann. Ich könnte mir irgendwas kaufen, mal. Ein Eis oder ein paar Pommes. Ein paar Burgers oder so. Oder eine neue Lackierung, eine Weihnachtslackierung wäre da nicht schlecht. Die könnte ich doch mal holen. Die kosten bestimmt nicht so viel. Das ist aber, ich denke mal so 20.000 oder was. Mal gucken. Später. Ob ich mir noch eine Weihnachtslackierung gönne. Obwohl, das Silber habe ich ja jetzt erst drauf gemacht. Das ist ja, ja, egal. Ist ja nur Farbe. Und ist ja nur Spielgeld, ist ja egal. Machen wir eine schöne Weihnachtslackierung. Für das nächste Mal. Hier mal schön mit Rot und Grün und so, wie es ja gehört. So Weihnachtsfarben halt. Oder ist ja ein amerikanischer Truck. Da können wir auch einen Coca-Cola rausmachen.
Ist auch sehr weihnachtlich in Amerika. Ist Coca-Cola, ist ein Weihnachtsgetränk. Musst du wissen. Das musst du wissen. Auch wenn du das jetzt noch nicht weißt, aber da, du musst das wissen. Das ist einfach so. Naja. Also ist wirklich hier, wenn du weißt, wie ein Auto funktioniert und wie man lenkt und wie man Gas gibt, da kann hier, glaube ich, jeder fahren. Das ist, du darfst nur keine heftigen Lenkbewegungen machen, ansonsten ist das hier nicht so schwierig, Auto zu fahren in der Gegend. Oh, da kommt wieder einer. Da wird man natürlich dann nervös als Autofahrer. Ein Gegenverkehr. Oh Gott. Was mache ich nur? Ach, wir haben es geschafft. Hurra. Wir haben es geschafft. Wir konnten ihm ausweichen. Und jetzt geht es wieder flockig weiter. Also so, kann sie so machen. So, guck mal. Ich bin der König der Welt. Oh ja. Oder so. Oder da kommt einer. Dann nicht mehr. Aber jetzt wieder. Ja. Hurra! Da hat man schön Platz hier in dem Land, also wirklich. Ich habe nichts verstellt. Ich habe den Verkehr nicht runtergestellt oder so, das ist so. Das ist nicht extra gemacht, dass ich hier in der Mitte fahren kann von der Straße. Das ist einfach so. Das ist halt, das sind die Straßen nach Bose, die sind so ewig verstopft halt. Aber was ist denn hier los? Hier war irgendwo eine Ampel oder so. Die haben sich doch gestaut. Die haben sich doch zusammengerottet. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Oh, ich muss abbiegen. Ja, was ist denn hier los? Wieso das denn? Ich dachte, ich kann immer weiter geradeaus fahren. Biege nach rechts ab. Ja, mache ich doch. Wir sind in Lamar. Oh, geh mal rein ins Auto. Genau. So, im schönen Lamar sind wir. So, dann schauen wir mal. Yes, aber eigentlich ist hier nichts. Oder? Eigentlich ist hier nichts. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas ist. Demnächst hier sind nur so, ein paar kleine Wohnungen, Eigenheime hier. Biege nach links ab. Da kommt alle drei Tage kommt hier mal ein Auto vorbei. Und dann muss er aufpassen. Das ist genau der Augenblick, wo der Ball auf die Straße fliegt vom Kind. Da muss er höllisch auf. Aber ein riesen Einkaufszentrum, ne? Guck mal. Ein Wollmarkt. Demnächst rechts abbiegen. Hauptsache, die haben einen Wollmarkt, sag ich immer. Wofür, weiß keiner so genau. Da ist dann hier. Rechts ab. Sind die, die Städte dann doch noch ein bisschen mehr stilistischer als im Eurotruck-Simulator, ne? Da haben sie die ja jetzt angefangen, so ein bisschen nachzubauen. So ein bisschen realistischer zu gestalten. Aber hier in Amerika noch nicht. Hier, da sind so. Da stehen so ein paar Häuserchen rum und dann ist ein kleines Industriegebiet. Und das war's. Von Realismus sind wir hier weit entfernt, glaube ich. Weil, ne? Wofür brauchst du so einen riesen Wollmarkt, wenn hier 10 Häuser stehen? Uninteressant. Und bestimmt nicht für die Leute, die hier arbeiten. Damit die sich in der Mittagspause ein Brötchen holen können. Also. Nee, das ist schon. Das stimmt schon nicht. Oder hier sind noch 1000 Dörfer drumherum, die sie gar nicht mit eingenommen haben. Die dann natürlich auch alle da einkaufen gehen. Das kann natürlich auch sein. Ne? Ich meine, das ist zwar recht großflächig, aber es gibt sicher noch das ein oder andere Örtchen, was hier auch in der Nähe ist, was überhaupt gar nicht ins Spiel integriert wurde. Das ist ja auch gar nicht möglich. Du kannst ja gar nicht alles integrieren. Wie soll denn das gehen? Meine Stadt ist auch nicht integriert im Eurotruck-Simulator. Und ich wohne in der Hauptstadt, also in der Großstadt. Nicht in der Hauptstadt, in der Großstadt. Trotzdem ist es nicht drin. Und jetzt auch, wenn du das Ruhrgebiet nimmst. Was ist denn da? Das ist Duisburg, Dortmund. Ich glaube, das war's schon, ne? Die ganzen anderen Großstädte sind hier. Oberhausen, Essen, Gladbeck, Bottrop. Was haben wir denn noch da? Oh, der Zug kommt. Was haben wir denn noch? Dorsten. Und ach ja, das ist alles nicht berücksichtigt, ne?
Ja, nichts davon. Mülheim ist nicht drin. Also Bochum. Ich glaube, Bochum ist auch nicht drin. Aber dann würde es wahrscheinlich auch überhand nehmen, ne? Das ist aber auch, mein Gott, das könnte man, wenn man das mal so wirklich sieht, ist Ruhrgebiet nun mal die größte Stadt Deutschlands. Ne? Wenn das eine Stadt wäre, wäre das die größte Stadt Deutschlands. Aber ganz locker. Ne? Auch flächenmäßig. Und das ist ja da so. Immer geradeaus. Von einem Bordstein kann über die Straße auf einen anderen Bordstein und hast die Stadt gewechselt. Also, da gibt es ja noch nicht mal Fahrwege zwischen den Städten. Der hört, die eine Stadt hört auf und die andere fängt einen Meter dahinter an. Ne? Also, könnte man ohne weiteres eine Stadt rausmachen. Aber dann würde ja unheimlich viel Verwaltung und so weit wegfallen. Überleg mal, wie viele Stadträte plötzlich arbeitslos wären. Und wie viele Bürgermeister arbeitslos wären. Und wie viel Verwaltung plötzlich wegfallen würde. Da hat doch jeder sein eigenes Einwohnermeldeamt und Straßenverkehrsamt. Und hast du nicht gesehen. Die werden ja auf einmal alle arbeitslos. Da geht ja gar nicht. Das sind ja Beamte. Die können ja nicht einfach arbeitslos werden. Nö, nö. So nicht. Wir können alles abschaffen, aber nicht die Verwaltung, bitte. Da geht gar nicht. Die sind wichtig. Die sind die wichtigsten überhaupt. Letztens habe ich einen Bericht gesehen hier über die, als die Corona-Zeit anfing, über die Impfzentren. Was da ein Schmuh gemacht wurde, was da Milliarden verschwunden sind. Da gab es Leute, die hatten einfach so einen Tabakwarenladen, die haben dann gesagt, hey, das ist jetzt ein Impfzentrum. Und dann haben die Bücher geführt. Und dann haben die da alle 10 Minuten irgendeinen Namen eingetragen. Und haben das gegengezeichnet und am Ende des Tages haben sie das abgerechnet und haben dann die Kohle gekriegt. Da muss, also da muss Schmuh gelaufen sein. Oh, guck mal hier. Habt ihr gesehen? Guck mal, Pferde. Oh, halt mal an. Brr. Brr, Pferde. Pferde. Warte, ich komm. Ich muss eben Pferde gucken. Guck mal, die sind überhaupt nicht scheu. Guck mal, guck mal, guck mal. Wir machen ein Pferdebild. Ein Pferdeanfangsbild. Ach, wie schön. Ich könnte auch hier noch machen, ne? Dann wäre vielleicht der Trecker noch drauf oder so. Mal gucken. Oder andersrum. Von andersrum. Von da. Geht das nicht ein bisschen schneller hier wieder hin? Bewegen. Einstellung, Galerie. Ich sehe das nicht. Komm, mach mal schneller hier. Ist doch wahr. So, hier. Machen wir hier. Ah! Bin schon zu weit gefahren. Verdammt. Ah, guck mal. Ah, das geht aber. Das geht aber. Fahren wir so ein bisschen hoch. Guck mal. Ah, ja, das ist doch schön. Das ist doch wunderbar. So, wir fahren weiter. Ja, ein schönes Anfangsbild. Mal ganz was anderes. Das hat Spaß gemacht. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich erzählen wollte. Aber ist ja egal. Ist ja nichts Neues. Ist ja alles so wie immer eigentlich. Immer alles so, wie beim Opa so ist. Der Mann mit den Gedächtnislücken. Er hat wieder gnadenlos zugeschlagen. Da habe ich die Handbremse angezogen oder was ist hier los? Demnächst rechts abbiegen. Und hier ist noch ein Trecker. Da links. Aber jetzt will ich nicht schon wieder rumzwitschen. Biege nach rechts ab. Ja, ja, warte. Ich glaube, den lasse ich lieber durch. Ja. Jetzt biege ich nach rechts ab. Hat das Schild umgemäht? Nee. Da war eine ganz schön eng gefahrene Kurve, Freunde. Wir werden uns wieder um Dach gehen. Das war, ne, um Dach. Das hat mir gut gefallen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da sind die, aber das ist mehr so Korn, ne? Das ist keine Baumwolle. Ich glaube, hier sind die Kornkammern, so wie das aussieht. Demnächst links abbiegen. Die amerikanischen Kornkammern. Da weiß man doch. Die kennt man doch. Biege nach links ab. Ja, ich weiß auch, dass ich nach links abbiegen muss. Du hast es doch schon ein paar Mal gesagt. Guck mal hier. Immer geradeaus. Ich
bin der beste Linksabbieger, den gibt hier, weil links war ein Markt. Da hätten wir uns auch noch eben was holen können. Verdammt. Ein paar frische Äpfel oder sowas. Irgendwie sowas. Oder eine Flasche Wasser. Oder Saft. Oder so. Oder Doppelkorn. Hier ist ihr Korn. Wir holen uns Doppelkorn. Ein Erfrischungsgetränk. Doppelkorn. So, jetzt aber. Ja, das ist schon irre mit den Feldern. Ne? Da fährst du so richtige Rechtsecke. Rechtecke, nicht Rechtsecke. Rechtecke, Opa. Und dann fährst du wieder stundenlang geradeaus, weil du wieder an irgendeinem Feld vorbeifährst. Ist schon echt Hammer. Finde ich total immer gut. Immer geradeaus. Finde ich gut. Oh, hier sind wir auch schon mal ein bisschen schneller. Mal ganz was anderes. Demnächst links abbiegen. Ja, demnächst biege ich ja links ab. Da kannst du von Haus gehen. Guck mal hier zum Beispiel. Aber ich muss stoppen. Biege nach links ab. Ja, ich muss aber erst stoppen. Da wohnt aber keiner. Da kam auch gestern auch keiner. Und heute kommt auch keiner. Guck mal, das ist so richtig alles 90 Grad Winkel hier. Wegen der Felder. Total krass. Demnächst rechts abbiegen. Total krass. Aber ich denke, das ist schon realistisch nachempfunden. Das wird wohl da so sein. Biege nach rechts ab. Das wird schon so sein. Na, bleib schön zu. Auf, links abbiegen. Ja, doch. Rechts abbiegen, links abbiegen, rechts abbiegen. Biege nach links ab. Rechts abbiegen, links abbiegen. Der weiß auch nicht, was er will. Die Helga wieder. Helga, was willst du? Demnächst rechts abbiegen. Ach so, rechts abbiegen. Ja, dann sagt er doch. Biege nach rechts ab. Ich dachte, ich muss links abbiegen. Dabei muss ich rechts abbiegen. Das wusste ich doch nicht. Und jetzt immer geradeaus, oder? Jetzt rede mal mit mir. Immer geradeaus. Also, geht doch. So, da fahren wir da oben mit. Immer geradeaus fahren wir da oben mit. So, ich bin ein bisschen schnell, ne? Ich bin innerhalb geschlossen, noch mit 25 Meilen. Aber ich fahre etwas schneller. Ach, was soll's. Was soll das? Aber ist schon interessant hier, also wirklich interessante Gegend. Mein lieber Mann. Bin mal gespannt, da kommen ja jetzt bald demnächst wieder neue DLCs für Amerika raus. Wird ja immer größer. Irgendwann fahren wir die Route 66. Das wird ein Spaß. Von Chicago nach L.A. Das wird ein Spaß. Guck das mal an, ey. Das ist wirklich geil gemacht hier mit den Feldern. Immer geradeaus. Dass sie für die DLC überhaupt Geld genommen haben. Das ist ja ein Grafikblock, der sich immer wiederholt. Ja, raste mal nicht so, du doofer Bus. Ja, das ist natürlich der Nachteil. Guck dir mal an, ey. Immer geradeaus. Das verleitet natürlich zum Rasen, ist ja wohl klar, ne? Da gibst du Gas, da fährst du alles, was der Motor kann. Ist ja normal, ne? Noch 114 Meilen, na guck mal. Was haben wir jetzt? 34 Minuten oder so. Sehe ich das richtig? Ich muss mal eben gucken. Ja. Naja, das passt doch wunderbar. Das kriegen wir da gut hin. Was war das? Ambulanz? Feuerwehr, Ambulanz? Naja. Also hier kannst du wirklich auch als Bauer, hier setzt du dich auf deinen Trecker. Na, dann steuerst du den mit GPS. Was hier ganz einfach ist, weil du brauchst ja nur hin und her fahren, stundenlang geradeaus. Und dann kannst du dich in den Trecker reinsetzen, dann kannst du schlafen. Und der Rest macht der Trecker allein. Ich will mich wiegen.
Lass mich bloß in Ruhe mit der Wiegestation da vorne. Immer geradeaus. Ja, ja, mach ich ja. Oh, was ist denn hier los? Vierspurig. Ja, mach ich. Oh je. Fast wäre ich auf die rechte Spur gegangen. Oh Gott. Bitte links halten. Ja, ich bin da links. Ich bin sowas von links, da glaubst du gar nicht. Guck mal hier. Ich bin unglaublich links gerade. Wir sind doch gleich in Burlington. Da kannst du mir doch erzählen, was du willst. Was machst denn du? Hier kommen aber auch die überübergroßen LKWs, die Korn-LKWs und so. Das ist schon krass. Immer geradeaus. Das ist schon krass. Habt ihr gesehen, wie groß der war mit seinem Hänger? Ah, das sind diese übergroßen. Die muss ich mir unbedingt mal holen. Da gibt es auch eine DLC für, meine ich. Ist doch gerade im Angebot. Biege nach rechts ab. Ist doch gerade im Angebot. Ach, wir haben Rot. Ja, dann. Und ich wundere mich schon, warum geht es hier nicht weiter? Na dann, Sam, gib alles. Ach Gott, jetzt fahren die erstmal los. Na dann. Oh, hier gibt's Kaffee hier drüben. Auf jeden Fall. Guck mal da. Auf jeden Fall gibt's da irgendwo Kaffee. Naja. So, jetzt aber. Hopp, hopp. Auch im Galopp. Steht so ein pippliger kleiner Pin. Was macht der denn hier im Boden? Was hauen die denn hier so einen kleinen dünnen Pin in den Boden? Also wirklich. Immer geradeaus. Wofür soll das denn gut sein, Leute? Ihr seid mir auch ein paar. So, jetzt aber. Mach grün. Mach grün, ich muss den Trecker liefern. Der ist ja schon fast TÜV-fällig wieder, wenn ihr so lange braucht. TÜV Amerika, verstehst du? TÜV. Sehr witzig. Links halten und dann links abbiegen. Ich habe in Amerika Autos gesehen, die wären noch niemals mehr. Die wären noch niemals mehr zum TÜV hingekommen, so waren die durchgerostet. Da hat kein Haar nachgekräht, die sind rumgefahren und fertig. Bisschen Tape, bisschen Kaugummi und schon war das Ding wie neu. Oh, wir haben schon wieder einen Zug. Ein Zug. Ja, kommt da. Ah, mit Baumstämmen. Eigentlich bin ich zu dicht aufgefahren. Das sollte man so nicht machen. Bing, 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 bing. Na, und weiter geht's. Aber wir müssen doch ganz schön schleppen hier mit dem Trecker, mein lieber Mann. Der hat doch ganz schön Gewicht. Vielleicht werde ich mir die Motorisierung doch nochmal genauer angucken. Ob ich da nicht doch ein bisschen mehr Power reinmache. Ah, da ist jetzt aber auch schon wieder 28 Tonnen, ist ja aber auch schon wieder was, ne? Das ist ja mehr eigentlich, als wofür mein Motor eigentlich ausgelegt war. Der war ja so für normale Lieferungen, so bis 20 Tonnen oder so, habe ich den ja eingestellt oder gekauft. 28 ist ja auch schon wieder eine ganze Menge mehr. Es gibt nicht so den Allrounder, so den man für alles nehmen kann. Entweder ist er gut für normalen Verkehr oder für Schwerverkehr. So einer, der so eine fleischgebende Wolfmilchsau, so was. Doch, die sind nicht. 75 Meilen, na hier. Da guckst du weiter. Oh, guck mal, hier sind Obst. Hier ist Obst. Habt ihr gesehen? Hier ist Obst. Überall hier. Die liest nur im Buch. Die guckt überhaupt nicht. Ich sollte mal nach vorne gucken. Könnte wichtig sein. So, meine Spiegel mal wieder hier in eine Reihe geschaltet, wie sie da gehört.
Da kommen wir von den Korn in die Obstplantagen, ja? Na, wollen wir rechts sein. Ich kann damit umgehen. Ja, da gibt es morgen keine Tankstellenfolge. Dann gibt es morgen eine American Truck Simulationsfolge. Auch mal was anderes wieder. Die Trucker-Fans auch mal wieder auf ihren Geschmack kommen hier. Ist auch wohl klar, oder? Wir müssen das ja irgendwie gerecht halten, oder? Außerdem spiele ich das ja alles gerne. Ich spiele auch gerne Long Dark übrigens. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Ich bin da gerade an einem Ding. Ich überlege mir da gerade ein Konzept, ob ich das... Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich kann das... Ich werde es wahrscheinlich einfach probieren. Und wenn es gut ist, ist es super. Und wenn es nicht gut ist, werde ich es einfach wieder einstellen und fertig. Rechts halten. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Aber ich bin noch nicht ganz fertig mit Denken. Das kann dauern. Bis ich immer damit... geradeaus. Ja. Du musst mir nicht sagen, dass ich immer geradeaus fahren muss. Das ist selbstverständlich. Wenn du nicht sagst, ich soll abbiegen, fahre ich geradeaus. Was soll ich denn sonst machen? Umdrehen? Also wirklich, ey. Doofes Navi. Immer geradeaus, immer geradeaus. Fliegen die 10 Meter hoch in die Wolken, immer geradeaus. Boah. Du muckst schon hier. Ich war doch grün. Ja, jedenfalls, ich arbeite da gerade noch so an einer Idee, weil ich, wie ich das gerne spielen möchte. Natürlich wieder mit eigenen Auflagen, ist ja normal. Ne? Das ist so dieses normale Long Dark ist. Dafür habe ich jetzt einfach schon zu lange und zu oft gespielt. Da fehlt mir ein bisschen der Reiz, aber ich wollte mir da ein paar eigene Regeln aufstellen und dann ein bisschen modifizieren. So, der Grundstock ist natürlich Eindringling, ist ja klar. Na, und dann nochmal ein bisschen modifizieren. Und dann mal ausprobieren und gucken, ob man das spielen kann überhaupt. Oder ob man dabei jemals nicht verreckt. Das wird sich ja dann zeigen. Ihr werdet es erleben, wenn es soweit ist. Ich zeige es euch, ihr werdet es erleben. Auf jeden Fall kommt ja jetzt der Winter und da ist ja eigentlich Long Dark Zeit immer wieder. Jedes Jahr aufs Neue, wenn es kalt wird draußen, spielen wir auch ein bisschen Long Dark, ist doch normal. So muss das sein, so nicht anders. Wobei ich immer noch nicht auf den, also, da sind ja Ende letzten Jahres, sind ja die neuen Garten dazugekommen, hier mit dem Flughafen und hast du nicht gesehen. Da war ich immer noch nicht, ne. Aber ist auch nicht wichtig. Mich zieht auch nichts dahin, das ist, ich finde die alte Long Dark Welt einfach genial. Und die neue, wenn ich mich mal hin verschlägt irgendwann und ich komme, dann gehe ich halt mal gucken. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, neue Karte, da muss ich unbedingt hin. Die Welt ist auch so groß genug. Ich habe sowieso irgendwann aufgehört, dass ich gesagt habe, oh, neue Karte, muss ich sofort gucken gehen. Das war schon bei den alten Karten, die wir jetzt haben. Habe ich schon die letzten zwei, glaube ich, überhaupt nicht wirklich besucht. Ich war da mal, klar, wenn man zufällig einen Start macht, dann startet man da auf einmal, ne? Aber, dass ich jetzt sage, oh, die muss ich mir jetzt genau inspizieren und was da so ist und Geheimnisse und, nö. Ach, was. Das Spiel ist so, wie es ist, ist es eigentlich schon richtig gut. Ich habe jetzt gehört, es ist noch Kochen dabei gekommen, dass man da jetzt kochen kann. Das finde ich natürlich interessant. Das setzt aber natürlich voraus, dann reicht es nicht mehr mit einer Blechdose durch die Gegend zu ziehen. Ne? Dann wirst du wahrscheinlich einen Kochtopf mit rumschleppen müssen. Wenn du kochen willst, musst du schon einen Topf haben. Wie soll es sonst gehen? Du kannst ja schlecht ein Drei-Gänge-Menü in so einer alten Pfirsichdose. Biege nach rechts ab. Ja, in so einer alten Pfirsichdose zubereiten. Oh, ich glaube, ich war ein bisschen zu schnell, aber hier ist ja keiner, Gott sei Dank. Guck mal, von einer Farm zur anderen. Sind wir jetzt gefahren, von einer Farm zur anderen. Und haben den Trecker gebracht. Ob der sich geht, ob sich, aber ja, ein Trecker ist ganz teuer schon. Das hat sich doch gelohnt, denke ich mal. Guck mal hier, der hat doch einen Trecker.
Was will er denn? Der hat auch einen Trecker. Der Pursche. So, hier. Wir sind fertig. Hier, wir sind fertig. Gut, hier. Zack. Wir sind fertig. Ach, wir machen hier den einfachen. Der ist mir schwer genug. Der ist sowieso schon so nah hier. Da ist mir ja schon fast zu viel da dran geschnitten hier. Aber ja. Was soll's, da kriegen wir hin. So, hier, bitteschön. Mach mir da Tee. Danke. Tee ist. Das ist, wenn man sich so bequem zurücklehnt in den Sessel. So, mein Fortschritt wurde verspeichert. Zack, Kohle, ohne Ende. 16.000, naja, guck. So, wunderbar. Dann machen wir mal eine Fortfahrung. Und dann schauen wir mal nächstes Mal, wo es uns weiterhin versteht. Ich werde mal gucken, ob hier irgendwo eine Werkstatt ist. Dann mache ich mal eine Weihnachtslackierung drauf. Und wenn hier keine ist, dann bleibt es halt Silber. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Opa Emmy. Tschüss.